Wer darf die Leute im Urteil vorstellen? Nur weil sie was gehört haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Fehlgeleitet handeln sie dann wie zu forsch, ey. Keiner gönnt dem anderen, doch jeder will nen Porsche. Ich schau mich um, seh so viel Neid und Missgunst. Die Stimmung ist recht angespannt, denn die Angst, sie frisst uns. Viele halten's nicht mehr aus, keiner ist mehr objektiv. Eher depressiv von negativ, statt glücklich oder positiv. Auch ich bin abgefuckt, ich hab die Schnauze richtig voll. Komm gut gelaunt aus dem Urlaub und werd erstmal gefühlt von Zoll. Da ist es leicht gesagt, dass ich jetzt erstmal cool bleiben soll. Doch ich geh in den Widerstand, so wie die Geschwister schon. Zurück zum Thema, wir gehen alle bei vor die Hunde. Und wäre das nicht genug, schützt uns nicht mal mehr das Grundrecht. Der Charakter der Gesellschaft kommt zur Rande. Die meisten laufen blind durchs Leben, ohne zu hinterfragen. Keiner denkt mehr nach, die Leute urteilen vorstellen. Nur weil sie was gehört haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Fehlgeleitet handeln sie dann viel zu forsch, ey. Keiner gönnt dem anderen, doch jeder will nen Porsche. Keiner denkt mehr nach, die Leute urteilen vorstellen. Nur weil sie was gehört haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Fehlgeleitet handeln sie dann viel zu forsch, ey. Keiner gönnt dem anderen, doch jeder will nen Porsche. Heutzutage muss man aufpassen, was man sagt. Die kleinste Falschaussage reicht und du hast verkackt. Spätestens sobald dein Gegenüber keine Argumente hat, wirst du abgestempelt und sofort in Schubladen verpackt. Denn hast du eine andere Meinung, wirst du sofort nicht mehr akzeptiert. So nimmt die Scheiße ihren Lauf und du wirst direkt diffamiert. Sie machen auf tolerant und verachten Extremismus. Doch schaut man genau hin, sieht man Muster vom Faschismus. Sie beharren auf ihre Ideologie, hängen geblieben in der Scheinwelt. Diskussionen sind verlorene Zeit, gefangen in ihrem Mindset. Kompromisse gibt es keine mehr, die Gesellschaft ist gespalten. Geprägt von wilden Theorien, rechtfertigen sie dann ihr Verhalten. Ja, mir tut die Jugend leid, denn ich sehe, wie sie voll zugrunde gehen. Doch ist ja auch kein Wunder bei diesem lächerlichen Schulsystem. Unsere Politik, eine Generation im komplett falschen Zeitalter. Wir brauchen eine Wende, ja es ist an der Zeit, Alter. Keiner denkt mehr nach, die Leute urteilen vorstellen. Nur weil sie was gehört haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie geleitet handeln sie dann viel zu forsch, ey. Keiner gönnt dem anderen, doch jeder will ne Porsche. Keiner denkt mehr nach, die Leute urteilen vorstellen. Nur weil sie was gehört haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie geleitet handeln sie dann viel zu forsch, ey. Keiner gönnt dem anderen, doch jeder will ne Porsche. Doch jeder will den Porsche.